Cheerio, meine lieben Helden. Willkommen zurück zu Final Fantasy 9. So. Kusha hat sich mit dem, ja, mit dem Guru-Stein und mit Ellie aus dem Blatt aus dem Staub gemacht. Und mit der und die Hilde Agard 1 hat dann natürlich auch mitgenommen. Direkt, wir kommen zu spät. Adam, sein Vorsprung ist noch nicht allzu groß. Jetzt können wir ihn nur noch mit der blauen Narzisse einholen. Die blauen Narzisse hatte ich sowieso schon vor. Ihr habt's gehört, Leute. Auf geht's. Hallo? Danke. So. Da fliegt er. Wohin will er nur? Das ist die Frage. Ach, komm mal hinten. Hinterher! Verschlossener Kontinent. Das ist aber ein merkwürdiges Gebäude. Was erwartet uns dort wohl? Ich weiß halt wirklich nicht, was der Kerl genau vorhat. Das interessiert mich auch nicht. Aber warum Ellie? Das Ganze ist mir auch nicht klar, Quack. Aber sie kann doch auch Bestia beschwören. Ja, schon, aber... Moment mal, du meinst doch nicht, er will da genau wie damals bei Jasmin die Bestia... Mach dir keine Sorgen, ich lasse nicht zu, dass er Ellie auch nur ein Haar kommt. Und dann wird er mir aber ein paar Fragen beantworten müssen. Und wenn ich die Antworten aus ihm ausprügeln muss. Genau. Ja, die Gruppe ist richtig. Alles gut. Haben wir gerade erst zusammengestellt. Okay, wir müssen hier jetzt irgendein Gebäude rein. Ach, da hinten. Ich würde jetzt mal kurz einmal speichern, wenn ich ehrlich bin. So. Mugu, speichern mal für uns. Da, 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 da. So. Ab zum Gebäude da hinten. Im Eis. Eis und Schnee. Estogase. Aber dass hier auch über Leute noch leben, obwohl das alles so unerforscht ist, ne? Oh. Was treibt ihr hier? Das hier ist ein heiliger Boden. Ich darf also doch um Ruhe bitten. Scheint wohl ein beliebter Ausflugsort für euch Gesellen mit Zipfelmützen zu sein in letzter Zeit. Die vorhin hatten auch keine Manieren. Was hast du gerade gesagt? Kamen mir etwa Typen vorbei, die Pillepom ähnlich sehen? Eine Dreisigkeit, mich zu duzen. Ich bin Priester an diesem höchstheiligen Ort namens Estogasa. Ich darf mir wohl also durchaus einen respektvollen Ton erbeten. Seid ihr Verfolgte der höchst rücksichtslosen Reisegruppe von vorhin? Wo ist die denn hin, diese Reisegruppe? Und war bei denen auch ein kleines Mädchen? Es geht um das Leben meiner Freundin. Wenn du was sagst, dann sag es uns. Mein Leben ist nicht mehr als das andere. Und am Ende kehren wir alle wieder zu den Sternen zurück. Aber geh zu Ende deines Lichts und bestreite den Pfad der Seele. Was redest du da? War bei den Schwarzmagiern sein kleines Mädchen dabei oder nicht? Das Mädchen ist unsere Freundin. Und aus dem Dorf der Schwarzmagier waren auch dabei, oder? So sag doch etwas. Ich habe die 10 Dinge, die ich beobachtet. Was hätte ich denn tun sollen? Außerdem kamen sie hier nur durch. Ha? Sie schritten hier in Scharen durch. Das Bataillon waren dann wohl eure Schwarzmagier. Mit fast apathischem Blick gingen sie schnurstracks in Richtung des Vulkans Guruk.
Vulkan Guruk? Ja, er ist da schon seit längerem nicht mehr aktiv. Und man nennt ihn den Berg Vulkan Guruk. Man sagt, dass früher dieses Volk der Telpaten im Inneren des Vulkans gelebt haben soll, aber... Weil das ist schon Ewigkeiten her. Seit der Eingang von irgendjemandem versiegelt wurde, ist dort keiner mehr gewesen. Ja, Gurukstein, Berg Guruk. Nun ja, jedenfalls sind sie zum Vulkan Guruk gegangen. Schön, hatten sie nur Mädchen dabei oder nicht? Wenn du mich so fragst, der eine, der Schwarzmagier, trug ein Mädchen. Das war ganz sicher Eddie. Hörst du Adam? Ja, bloß nur unnötig Zeit verschwören. Wir sollten auch sofort zum Vulkan Guruk aufbrechen. Was geht's? Aha. Das ist wohl die Insel des Lichts da hinten, oder? Er sagte ja, dass wenn man stirbt, zu den Sternen zurückreist durch die Insel des Lichts. Alles klar. So. Ich denke mal, mit dem Gurukstein hat er das Siegel hier gebrochen. Vulkan Guruk. So, hallo. Ja, dass hier lange keiner mehr gewesen ist, sieht man irgendwie. Bam, bam. Bam, bam, bam. Achso, Rotkäppchen war hier, oder was, glaub. Rotkäppchen. Hier? Ah. Ich glaube, hier war irgendwie wichtig, dass man hier sowas wie Thermometer anlegt oder so. Machen wir das mal. Genau, sieht das ja sowieso an. Er hat es noch nicht gelernt. So. Gut. Dann haben wir zumindest drei mit Thermometern jetzt dran. Wow. Okay, da flog irgendwas Dickes vorbei. Hat uns angekommen, alles klar. Erstmal schauen wir uns hier so ein bisschen um. Ich sag mal, wie viel gibt's denn für euch hier? Gaia-Kittel. Alles klar, hier gibt es aber nur Schätze. Hier gibt es kein. Moment. Soweit ich weiß, muss man den Schalter zweimal nach unten legen. Ja, das war ja dann der Dings gewesen, ne? Wow! Hi! Alles klar, dann wissen wir, was da dann geflogen war. Hi. Zwei flatternde Viecher hier. Oh.
Tornado. Alter, dein Ernst? Euer fucking Ernst? Ach, ich kann gar nichts mehr benutzen. Ich bin so tot. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet gehabt. Aua. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet gehabt. What the fuck, Alter? Erstmal so eine Mega-Tornado-Attacke, weißt du? So eine Ultra-Mega-Tornado-Fucking-Ich-Kill-Dich-Sofort-Attacke. Schön. Toll. Oh, warte mal, wenn ich das Spiel vorwärts setzen mache, hat er vielleicht automatisch zwischendurch gespeichert. Und zwar hier. Wie schützt man sich denn gegen die Tornado-Attacke da? Warte mal, das gucke ich jetzt mal kurz nach. Moment. Final Fantasy 9. Feuerdrache. Ist gut, dass hier drinne steht, wie man gegen das Vieh ankommt. Es ist ja schön, dass man dadurch die Attacke Tornado lernen kann. Ich möchte einfach mal wissen, ja. Kein Problem darstellen soll? Wie soll die denn keine Probleme darstellen? Dunkelschweif, Geierkettel. Es ist schön, dass hier so viel Tipps gegeben wird, wie man die Viecher besiegen kann. Toll. Das hat jetzt vielleicht doch ein bisschen hätte erstmal trainieren sollen. Das ist jetzt gerade die Frage, die sich mir einfach irgendwie stellt. Aber Faktum ist, die killen mich auf jeden Fall. Das ist, das wird jetzt ja wieder Jasmin und Pelopop auch mal killen. Oh.
Vakuumwelle. Im Grunde müsste ich jetzt erstmal versuchen, dass Adam am Leben bleibt. Damit er mit seinem A-Putsch die vielleicht gleich da wegrotzt, die beiden. Aber er ist tot. Ja, die ist tot. Ich hoffe mal, das reicht, dieses A-Putsch. Jo, hat gereicht. 9.990. Boah, Alter. 44.000. Ja, dass er dann mehrere Level aufstieg, das ist. Alter, Adam rotzt so davon, was die Level angeht. Er hat doch nicht mal alle Vögel gehört, ey. Kommen die hier mit so einem Vieh an, ey? Mit zwei Viecher. Hast du das gesehen? War das nicht gruselig, Kollege? Frag sie so. So, speichern. So, Batch. Mal wieder Steckplatz 1, komm. So. Wir haben da unten sogar noch Level 4 von Eishöhle. So, ich hau ab. Ciao. Alter. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh. Alter. Ihr verkackten Viecher, Alter. Boah. Ja, ich brauche im Grunde doch gar nicht mehr mit Dings hier machen. Oh, Jasmin hat es überlebt. Ich bin schockiert. Konter! So, und tschüss. Keine kommen möglich. Oh, danke schön. Wir versuchen, Pilipop mal mit wieder zu überleben. Alter, ist gut. Der Dunst hat es natürlich nicht, wenn da gleich wieder eine Vakuumwelle kommt. Wohlbemerkt. Oder sie gleich auf ihn drauf gehen. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Da. Neuer Versuch. Vakuumwelle. Oh, puff. Aua. Oh nein. Wie das random Schaden macht, Alter. Gesehen, bei Jasmin hat gerade über 1000 sonst was abgezogen. Und, Pilipop ist gerade 36, so, pupp. Verdammt, ich kann gerade jetzt machen.
Verfehlt, wunderbar. Oh, Alter. Och, fick dich. Sorry für den Auto, ey. Alter, mir für mich diese Feuerdrachen ab. Puh. Boah, Alter. Das ist nervig gewesen, ey. Da unten sind sie. Adam, ach, das da unten. Ellie und auch Kuya und die Schwarzmärker im Dorf sind alle da. Ellie, ist das so etwas wie ein Extraktionskreis? Oh, fuck, ey. Warte, Jasmin. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wir alle teilen den Schmerz mit dir. Auf geht's. Wie sie da unten steht. So, Leute. Aber ich bin jetzt mal so fit. Bevor es hier weitergeht und wir sehen, ob wir Ellie retten können, bin ich die Folge mal für heute. Wäre super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt auch an den roten Knopf der Abilities und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.